Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Deck-Opening von eurem Frischi Toastbrot. Heute widmen wir unsere Zeit mal dem Starter-Deck Yugi Reloaded. Das Ganze wurde mir zur Verfügung gestellt von Gate to the Games. Und der Link zu den eBay und den normalen Shops von Gate to the Games findet ihr natürlich wie immer unter dem Video. Und es gibt sogar noch eine Spezialaktion, die wir uns ausgedacht haben für euch. Denn wenn ihr den Code nach dem Kauf bei dem Shop hier, Gate to the Games, einen Code namens Frischi Toastbrot eingebt, dann habt ihr 5% vom Einkaufspreis gespart. Also habt noch billiger eingekauft, als es jetzt schon ist. Nutzt auf jeden Fall diese Gelegenheit, wenn ihr irgendwas von Yu-Gi-Oh! Haben wollt, denn dieser Shop hat wirklich alles von Einzelkarten bis hin zu Decks und. Jetzt geht's aber los mit dem Deck, was hier alles so drin ist. Und wir sehen, wie üblich, die normale Verpackung, die interessiert uns aber nicht. Und ja, was gibt's hier? Erstmal die Anleitung. Also wie man sehen kann, es gibt auch noch ein Kaiba Reloaded Deck. Dazu kommen wir natürlich auch noch. Das werde ich auch noch öffnen für euch. Und hier auch nochmal ein paar Kartentricks, aber die interessieren uns nicht. Außerdem noch eine coole Spielmatte aus normaler, also recht simpel eigentlich. Der einzige Unterschied ist, den finde ich eigentlich recht cool für die Beginner unter uns. Hier sind alle Phasen eingezeichnet, beziehungsweise draufgemalt, wie ein Duell abläuft. Also Draw Phase, Standby Phase, Main Phase, Battle Phase, Main Phase, 2, End Phase. Also auf jeden Fall coole Idee. Und fangen wir also an hier mal mit dem Deck. Und was kann man dazu sagen? Also das alte Yugi-Deck ist natürlich sehr bekannt. Ich glaube, das ist das meistverkaufteste Deck in der Yugi-Tubing-Geschichte, weil es wirklich auch sehr stark für die damalige Zeit war. Und wir können hier erstmal einen dunklen Magier sehen. Das ist ja eigentlich die Hauptkarte von dem guten alten Yugi in Ultimate Rare, also richtig nice. Und auch nochmal in Common. Dann haben wir eine mystische Elfe, Riesensteinsoldat, herbeigerufener Totenkopf, Elfenzwillinge, Dunkelklinge, Kuribo. Also wie man sehen kann, es sind wirklich sehr alte Karten dabei. Richtig oldschool, viele stehen drauf. Ich bin einer davon, weil auch deshalb das dunkle Magiermädchen gibt es jetzt endlich als Common. Man musste damals sehr lange darauf hoffen, diese Karte zu ertauschen oder sich auch zu kaufen. Ich hatte selbst diese Karte nur einmal in meiner ganzen Yugi-Tuber-Zeit. Und deswegen finde ich das richtig nice, dass Konami die jetzt in diesem Deck einfach mal als Common rausgebracht haben. Und ja, Schweigsamer Schwertkämpfer Level 3, Level 5 und auch der erste ist dabei. Und wir sehen auch, es sind wirklich sehr viele spielstarke Karten, wie zum Beispiel Valkyrie des Magiers. Dein Gegner kann kein offenes Monster vom Typ Hexe als Ziel für Angriffe wählen, außer diesen. 1800 Defense, man kann sich damit eine schöne Barriere aufbauen, wenn man vielleicht noch ein paar Ausrüstungskarten auf sie setzt und kann eben mit den großen Monstern den Gegner richtig quälen. Dann haben wir hier den Trickreichen, die Karte finde ich auch sehr cool. Sie hat nämlich eine ATK von 2000 und man kann diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du eine Karte abwirfst. Das heißt, ihr habt sofort ein 5-Sterne-Monster, könnt es sehr schnell für andere Tributmonster wie den Magier, den dunklen Magier benutzen. Ist also wirklich auch sehr ausgeklügelt, das Deck. Natürlich haben wir ja auch diese alten Zauberkarten, die man auch heute noch spielt. Buch des Mondes, ohne Worte. Angriff mit dunkler Magie bezieht sich zum Beispiel auf einen dunklen Magier. Wenn man nämlich einen kontrolliert, dann kann man alle Zauber- und Fallenkarten zerstören, die der Gegner kontrolliert. Und durch solche Karten wird dieses Deck wirklich sehr stark. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe selbst damals mit dem alten Yugi-Deck sehr lange gespielt
und kann nur sagen, es lohnt sich. Auch Spiegelkraft, ja, muss man auch nicht viel sagen, nervt natürlich den Gegner, umso besser. Magischer Zylinder, wer hat diese Karte damals nie gehasst, wenn man angegriffen hat und der Gegner hat diese gespielt. Und ja, Schwerelosigkeit und steigende Energie. Das war's eigentlich schon mit dem Opening. Was kann man zu dem Deck also sagen? Es ist wirklich, besteht aus sehr vielen Oldschool-Karten und genau das macht es so besonders. Eigentlich ein Muss für jeden Yu-Gi-Oh!-Spieler, deswegen schaut auf jeden Fall mal den Internet- und den eBay-Shop von Gate to the Games an. Und ja, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, würde mich echt freuen. Und schaut auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, denn da gibt es jetzt demnächst ein paar neue Infos zu einem Gewinnspiel. Ja, es wird mal wieder ein Gewinnspiel geben und ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.